ich schon habe. Das finde ich irgendwie echt behindert. Ich könnte natürlich mal ausprobieren, ob wir hiermit dann andere. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Es ist vorbei, Sturmsang. Seht euch um. Ihr seid umstellt. Ich sehe nur verlorene Seelen, die um Erlösung flehen. Sturmsang! Samuel, nein! Ihr habt euer eigenes Ende hergeführt, Pike. Ich muss die Flotte unserer glorreichen Retterin überreichen, Ashara. So, das Ashara. Na, das ist ja nett. Und du sollst jetzt. Hier. Okay, dann komm halt her, du. Samuel, ich weiß, ihr seid da drin. Ihr müsst es bekämpfen. Nee, das machen wir jetzt schon. Verloren. Es bleibt nichts als Dunkelheit. Gehen wir mal da raus. Schnell, zu mir! Aha. Okay. Ich hoffe, ich stehe hier gut. Ist nur eure Schuld, Monster. Lasst es nicht in euren Kopf. Bleibt stark. Ich werde uns vor seinem Angriff schützen. Ja, wir haben ihn ja gleich. Gleich ist er um. Gleich ist er um, die Sau. Zumindest hoffe ich das. Das soll eurem Meister eine Botschaft sein. Die Sturmwacht wird niemals wanken. Samuel, er ist tot. Ja, könntet ihr mir hier vielleicht noch mal helfen gerade, bitte? Nicht solange wir standhalten. Hier diese kleinen Scheißviecher mal. Ist es nicht sicher. Kommt, es gibt einen nahen Wachposten mit Blick auf den Schrein. Also wisst ihr, ich kann euch nicht mehr leiden. Ich wollte es nur mal sagen. Hey. Komm, Manni. Hinterher. Die lassen mich hier dauernd echt voll im Stich, ne? Oh, guck mal. Komm mal hier. Instanz. Versammlungsstein. Ja, von was? Versammlungsstein von was? Kann man es hier sehen? Schrein des Sturms? Ach, Schrein des Sturms. Ja, ja, alles gut. Okay. Der Schrein des Sturms ist hier an einem Flugpunkt. Das ist aber günstig gelegen, würde ich mal behaupten, ne? So, dann holen wir uns hier den Flugpunkt, bitteschön. Dankeschön. So, doch. Hm. Ja, ich nehme mal die Sturmjägerkappe. Das wir müssen unseren Weg weitergehen. Okay, ich nuschel hier mal ein bisschen vor mich hin. Ne? Okay, das ist eine Instanz, die mir richtig viel Erfahrung bringen würde. Die Strömung leite euch. Die möchte ich aber nicht.
Das Haus Sturmsang mag verloren sein, aber es gibt in diesem Tal immer noch so viel Hoffnung. Sam wusste das von Anfang an. Wir müssen der Sturmwacht weiterhin helfen, wie wir nur können. Überreste des Hauses sind überall verteilt. Und wer auch immer diese Dunkelheit über es gebracht hat, ist auch da draußen. Carsten und die anderen werden genau wissen wollen, was hier geschehen ist. Wir sollten es gemeinsam berichten. Trefft Delia im Büro des Hafenmeisters in Buralus. Haltet den Kurs. Okay, in Buralus. Ich bin aber hier noch nicht so richtig fertig, ne? Wir haben hier noch unglaublich viel zu erledigen. Das hier zum Beispiel. Wie das Land, so der Mildenhall. Ich glaube, da fliegen wir jetzt mal hin. Das möchte ich nämlich ganz gerne noch abgeben. Kaufst du bitte meinen Schnodder? Danke. Meinen Schnodder. So, und du fliegst mich mal. Ja, hier ist ja auch noch was. Da. Okay, du fliegst mich mal bitte dahin. Nicht mit dem Mammut. Ich glaube, das wird zu schwer auf dem Greif. Und dann gehen wir erstmal hier ein bisschen was abgeben. Das hier müssen wir auch noch machen. Saurolisken und Lorraine finden, Darion finden und Mallory. Okay, schauen wir mal. Ja, und die Missione, Le Missione. Le Missione muss ich auch machen, ich weiß. Anhänger, Falstad. Ja. Aber irgendwie komme ich im Moment auch nicht so richtig zurück, ne? Nach Buralus. Naja. Oh, können wir mal kurz anhalten? Da ist eine Schatz... Nein, können wir nicht. Okay. Nein, ich werde nicht absteigen während des Fluges. Das habe ich einmal gemacht und ich habe es bitterlich bereut. Werde ich nicht mehr tun. So, Manni, guck mal her. Auch die Musik ist aber auch sehr nett hier gerade. Muss ich mal finden. Ui, da rückt die Horde an. Leistet Widerstand gegen die Horde? Och, nö. Nö, warum? Okay, jetzt wollen wir erstmal die Quest hier beenden, bitte. So, was habt ihr denn? Beim schaumigen Bad der See, das nenne ich eine Explosion. Sie haben wohl Goblins angekarrt. Und wenn ich eines über Goblins weiß, dann, dass sie es lieben, Zeug in die Luft zu jagen. Ich habe ein paar gesehen, die riesige Bomben getragen haben und befürchte, die werden die Stadt hochgehen lassen. Die würde ich aber ganz gerne behalten. Also könntet ihr bitte so viel Sprengstoff wie möglich von ihnen stehlen? Danach jagen wir ihre Verwüster in die Luft und stoppen dieses Höllenbombardement. Beschafft 8 Sprengsätze der Horde. Wer hätte das gedacht, dass wir es hier mal wieder mit der Horde zu tun kriegen? Ich hatte es ja schon nicht mehr zu hoffen gewagt, ihr Lieben. Die Horde ist eine riesige Armee, vergesst das nicht. Und eine Armee braucht Befehle. Irgendjemand muss hier das Kommando haben. Jemand kennt den Plan und ich will ihn auch kennen. Achtet auf Personen, die nach Kommandobefugnis aussehen und versucht, Informationen dazu zu ergattern, was sie als nächstes vorhaben. Mhm. Löscharbeitern. Die Horde hat meine ganze Stadt in Brand gesetzt. Dafür wird sie bezahlen. Das Sturmsangtal ist die Kornkammer von Kul Tiras und unsere Leute brauchen Brot. Zuerst müssen wir Schadensbegrenzung betreiben. Nehmt euch ein paar Eimer und helft beim Löschen des Feuers, okay? Okay, Feuer löschen. Das habe ich schon öfters mal gemacht in WoW. So, was haben wir denn hier?
euch werden wir jetzt mal aufkratzen. Ja, hör mal, Fräuleinchen, wenn du mich angreifst, ne? Also dann bist du aber selber schuld. Dann kann ich dir auch nicht helfen. Also das tut mir ja dann leid für dich. Nicht wert. Och Gott. Das war's nicht wert. Ich möchte mich mal. Oh. Da. Zu der Truhe da möchte ich mich mal begeben. Eventuell ist die in der Scheune. Oder eventuell... Oh, da oben. Ist euer Ernst? Ist doch jetzt nicht wahr hier. Muss ich jetzt hier wirklich wieder rumhüpfen wie eine Doofe? Ach, Leute, nee. Ich möchte das nicht. Okay, es geht aber. Es geht. Ich bin mir sicher. Komm. Ach, komm, ey. Ich bin doch fast da. Du stehst doch schon auf dem scheiß fucking Fass. Okay, mit zwei Händen mal wieder. Was? Ein unvergessliches Mittagessen. Was zur Hölle? Ah, okay. Das waren die Flügel. Gedämpfte Miesmuscheln. Lecker. Typisches alkoholisches Getränk. Okay, das pfeifen wir uns aber jetzt bitte hier nicht rein. Das typische alkoholische Getränk. Wollen wir erstmal hier oben, glaube ich. Komm, ey. Ey, mach. Oh. Bergauf kämpfen, ne? Hm. Ein Spaß für Jung und Alt, kann ich da nur sagen. So, mein Freund. Sie pfeift ihm voll ins Gesicht, natürlich. Nicht die schon wieder. Was? Nicht die schon wieder? Ja, hallo? Meinst du mich? Nicht die schon wieder. Ich geb dir gleich, du Sack. Du Socke, die Sock. Ja, okay. Dann nehmen wir den hier, ne? Sagst du jetzt auch nicht die schon wieder? Wo ist die Miliz? Aha. Ja. Ja, das denke ich auch, aber du wirst das jetzt nicht mehr erleben. So unbedingt, mein Freund. Es tut mir in der Seele fast schon weh, aber hey. Nein, tut es nicht. Ich stehe jetzt natürlich hier voll auf Seiten der Allianz, ihr Lieben. Und ich gebe natürlich hier auch für die Allianz mein Bestes. Das wäre ja voll gemein jetzt hier. Nein. So machen wir das nicht, ne? Wenn wir schon für beide Seiten spielen... Dann halten wir auch zu beiden Seiten, je nachdem, was wir gerade spielen. Nicht wahr? So, da mal hin bitte hier. So. Na komm, loot das. Danke. So, was haben wir denn hier? Ach, Feuer gelöschen. Achso. Richtig, erinnere mich. Da war doch was. Ich soll Feuer löschen. Natürlich. Und ich muss... Was? Echt? Ich muss mir jedes Mal einen neuen Eimer holen? Wow. Ich habe... Keine Gefangenen! Ach, Schnauze. Ich mache keine Gefangenen. Verlass dich drauf. Dann müsste ich dich ja mitschleppen. Da habe ich doch auch keine Lust zu...
So, warte mal. Haben wir denn hier in dem Häuschen was Hübsches? Ist hier jemand? Kann ich hier mal... Ja, hier. Tatze, komm. Tatze. Doch, da ist ein Weg, Tatze. Du findest den Weg. Ich bin mir sicher. Die Horde lebt weiter. Das stimmt allerdings. Da hat er wohl recht. Die Horde lebt weiter. Ich würde Feuer löschen wollen. Oh, was ist denn hier los? Da haben wir ein aber was für eine Riesenbombe, oder? Alter Schwede, da oben ist noch eine Aufgabe. Warte mal. Die hole ich doch direkt. Eventuell bringt mich die ja sowieso auch wieder hier runter. Warte mal, da ist noch ein merkwürdiger Pilzring. Aha. Bauer Max, was ist denn los bei dir? Räuber der verlorenen Ernte? Ich könnte hier ein wenig Hilfe brauchen. Ich war bei der Ernte und dachte an nichts Böses, als diese großen, blöden Blödianer auf ihren Wölfen kamen und das Dorf in Brand steckten. Glücklicherweise war ich gerade dabei, einen Getreidesack auszuliefern, sonst hätten sie mich vermutlich eingefangen und zur Strecke gebracht. Ich lasse mir nicht gefallen, dass diese Orks und ihre Köter meine Felder verwüsten oder meine Ernte fressen. Was denkt ihr, meine Liebe? Würdet ihr einem Bauern helfen, ein paar Räuber von seinem Land zu vertreiben? Ja, in Herrgottsnamen mache ich doch. Was? Zorn ums Korn. Wir müssen so viel wie möglich retten. Dieses Tal ist die Kornkammer von Kul Tiras. Damit ernähren wir die Einwohner, die Miliz, die Armee, einfach alle. Vielleicht habt ihr vom berühmten Sauerteigbrot aus Kul Tiras gehört. Passt super zu Würstchen. Aber darum geht es jetzt nicht. Die verfluchte Horde hält uns von der Ernte ab. Glücklicherweise arbeiten die Golems pausenlos und packen weiter das Getreide ab. Ihr müsst nur raus zu den Feldern gehen und so viele Säcke wie möglich mitbringen. Natürlich bezahle ich euch, weil ich noch immer einen Haufen Geld habe. Ah ja, okay. Warten Sie mal bitte. Bevor ich hier irgendwas mache, würde ich mir gerne mal diesen besagten Pilzring anschauen wollen. Und der ist wo? Hier nicht. Eindeutig nicht hier. Das bedeutet, es wird eventuell eine Höhle hier geben. Kann das sein? Kann man die hier sehen? Irgendwo einen Höhleneingang? Eine Handvoll Geschosse haben wir hier auch noch. Oh, warte mal. Da ist ein Flugpunkt. Das ist ein Flugpünktchen. Okay. Also der Pilz ist dann anscheinend irgendwo unter uns. Flugpunkt. Oh, Flugpunkt, ich hätte dich fast übersehen, mein Freund. Das geht natürlich gar nicht. Wir sind heute wieder ein bisschen französisch unterwegs. Ich rede wieder.